Was geht, Whitey, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Skill-Video. Heute, Freunde, gibt es Master Sensei Mysticat. Meisterin der Mysterien. Ich bin sehr gespannt, Freunde, sehr gespannt, wie Mysticat, wie stark die werden kann, weil so stark ist die in meinen Augen jetzt noch nicht. Ja, Freunde, also ich bin noch nicht ganz überzeugt von Mysticat, aber das kann sich natürlich nach der Skillung natürlich ändern, Freunde. Ja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Mysticat ist vom Element Magie, ist ein Zauber-Skylander, eine Skylanderin, besser gesagt. Und, ist eine Katze, Freunde. Sag ich euch so, ist eine Zauberkatze. Und wir schauen uns höchst rätselhaft natürlich die ersten beiden Fähigkeiten an. Das ist zum einen der Laserpointer. Drücke Viereck, um vor dir einen Strahl zu konzentrieren. Drücke Viereck, um Gegner mit einer Laserwelle zurückzuschieben. Und dann haben wir einmal den Pfotenabdruck. Drücke Kreis, um einen Zauberstab zu werfen, der einen Katzenschatten erschafft, der mit seinen eigenen Laserpointer angreift. Okay, Freunde, ja, Laserpointer, gut überlegt, muss ich sagen, weil Katzen Laserpointer auf dem Boden, wisst ihr, wie ich meine, ja, jagen ja dahinterher den Punkt. Finde ich gut, auf jeden Fall. Also sehr, sehr nett überlegt. Also nicht schlecht, auf jeden Fall. Die Idee dahinter stimmt auf jeden Fall. So, Freunde, hier haben wir dann diesen Laserpointer. Da seht ihr da diesen Strahl. Und was ihr da vorne seht, diese Kugeln, das sind Wollkugeln, Freunde, das sind Wollknolls. Ja, finde ich auch nochmal extrem lustig. Und, und dann haben wir hier diese Welle. Was zieht das Ganze ab, Freunde? Moment, ich glaube, da ist etwas falsch eingestellt. Genau. So, einmal auf Expert. So, Freunde. 20, 20 und 82 ist dann hier die Zurückschiebung der Welle. Ja, Freunde, also 20 zieht ihr der Strahl ab. Ist es doch wirklich noch nicht so stark, aber wir schauen einfach mal. 48 ist, ihr habt es gerade gesehen, Freunde, der Stabwurf, wenn er den Gegner trifft. Und 20 zieht unsere Schattenkatze dann auch noch mit dem Laserpointer-Strahl auch nochmal ab. Ja, Freunde, heißt, wir haben also hier doppelten Schaden so gesehen, weil wir also zweimal, ja, da sind, wie ihr das hier sehen könnt. Und da seht ihr dann auf dem Boden auch die Pfotenabdrücke der Katze. Nicht schlecht, oder? So, Freunde. Weiter geht's mit der Vervielfältigung. Du kannst jetzt bis zu zwei Katzenschatten gleichzeitig aktivieren. Okay, das heißt, wir haben jetzt dreifachen Schaden. Genau, da kann man es auf jeden Fall sehen, Freunde. Ja, da greifen wir alle an. Und dann knallt halt ordentlich im Gebälk. Ja, okay. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ganz nette Idee. Katze im Sack. Drücke Dreieck, um einen Köder zurückzulassen. Du wirst unsichtbar und läufst sehr schnell. Tauche mit einer Explosion aus deiner Position und der deines Köders wieder auf. Das ist die dritte Attacke von Mysticat. Da ist der Köder. Und der Köder ist immer noch da. Und jetzt ist der Köder weg. Okay, ihr seht, Freunde, wir sind extrem schnell. Wir drücken nochmal Dreieck und explodieren dann. Und das Ganze zieht dann einmal 27 und 95 die Explosion ab. Also 27, wenn wir wiederkommen. 95 halt, falls wir dann, oder wenn wir dann explodieren. Ich frage mich, was der Klon da zu suchen hat. Greift er nur denen an? Tatsache. Ja, okay, so ist es auf jeden Fall. Alles klar, das lenkt ein bisschen die Gegner davon ab. Okay. Dann haben wir, Freunde, den Katzenkumpel. Drücke Viereck, um eine magische magische Wollknoll zu erschaffen, die dich umkreisen. Okay, schauen wir mal. Jo, Tatsache. Was zieht er denn ab? 11 Schadenspunkte. Ja, okay. Für ein bisschen Wolle, dass sie auf die Gegner werfen, ne, zieht halt auf jeden Fall nicht so viel ab, aber ist ja auch nur Wolle, Freunde. Was wollen wir da verlangen? Wollen wir da 100er Schaden, ja? Wollen wir da 100er Schaden, wenn wir uns da mit Wolle bewerfen? So ist das auf jeden Fall. So, dann haben wir den Pfotenmaler. Dein Laser trifft einmal mehr. Viereck, Viereck, Viereck feuert eine breitere Laserströmung ab. Okay. Ah, okay. Okay. Ja, die breitere Dingens sehe ich auf jeden Fall. Durchsatz. Gut. Cool.
Ist jetzt aber immer noch nicht so, dass ich sagen muss, boah, okay, jetzt überrascht die mich total, muss ich echt sagen. Also noch sehe ich die nicht, Freunde, noch habe ich die nicht im Auge, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Aber wir schauen uns das mal an, Freunde, ja, wir gucken mal. So, Katz, Astropho, was? Astrophische Jäger. Katz, Astrophische Jäger. Alter. Das ist ein Kinderspiel und selbst ich kriege das nicht hin auszusprechen. Wisst ihr, wie ich mein? Alter, das sind manchmal Namen, ne? Also, rufe 4 Katzenkumpel herbei. Wenn du Viereck drückst, sie verursachen jedes Mal erhöhten Schaden, wenn sie einen Gegner treffen. Na, das sind ja nur die Wollknolls, ne? Ah, okay. Geduld ist eine Tugend. Laser sind größer und ihr Schaden erhöht sich mit der Zeit. Viereck, Viereck, Viereck erzeugt eine breitere Laserstreuung. Schon wieder? Zerkratzt. Katzenschatten verursacht eine Explosion aus magischer Energie, wenn sie von einem Laser oder Katzenkumpel getroffen werden. Katzenschatten verursachen die Explosion, auch wenn sie erlöschen. Okay. Unauffällig. Die Explosion von Katze im Sack ist stärker und größer. Drücke Dreieck, um beim Wechsel zur Tarnung eine Explosion zu erzeugen. Das ist doch schon mal netter. Das ist doch schon mal ganz cool, weil die Tarnungsdingens-Explosion finde ich schon mal ganz cool. Freunde zum Kuscheln. Halte Dreieck, während du unsichtbar bist, um deine Katzenschatten auf Ziele in der Nähe zu stürmen. Bereitschaden verursachen zu lassen. Ein Köder explodiert kurz darauf. Okay. Ausgefahrene Krallen. Du kannst nun 3 Katzenschatten gleichzeitig haben. Ihre aufgeladene Explosion ist stärker, auch die des Köders. Gut, okay, Freunde. Ey, ohne Scheiß. Ich weiß echt nicht, was ich da skillen soll, weil Mysticat mich sowieso nicht so vom Hocker haut, muss ich sagen. Pfotenpinsel. Was ist denn eigentlich die Seelenstein? Halte Fick, um einen Riss zu erzeugen. Der zielsuchende Geschosse verschießt und einen Katzenschatten erschafft. Aber Katzenschatten ist doch... Das ist alles nicht so meins, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Das ist alles nicht so meins, ne? Hier, die Attacke ist zum Beispiel dieselbe, die wir gerade auch hatten. Bloß hier ist der Schaden nochmal ein bisschen erhöht, was natürlich nicht verkehrt ist, ne? Ja. Ich denke mal, wir werden doch den Pfotenpinsel nehmen, also den oberen Weg, weil wir im Endeffekt, wenn wir mit Mysticat mal spielen sollten, ich glaube nicht, dass ich die ganze Zeit hier rumrenne, Explosion mache. Ich glaube, das mache ich nicht, weil ich werde ja auch viel so angreifen. Deswegen muss ich schon den oberen Weg nehmen, damit die oben auch ein bisschen stärker ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr wisst, was ich meine. So, Freunde, wir nehmen den Pfotenpinsel. Ich bin zwar nicht glücklich drüber, aber wir schauen auf jeden Fall mal. Also, Katastrophische Jäger. Rufe 4 Katzenkumpel herbei, wenn du 4 drückst. Sie verursachen jedes Mal erhöhten Schaden, wenn sie einen Gegner treffen. Okay. Also. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die 4 Wollknolls. Okay, also Freunde, wir hatten ja erst den 11er Schaden, der ist auch noch da gewesen, aber der erhöht sich dann von 11, 13 auf 15, also der staffelt sich dann. Da seht ihr es. Okay, alles klar. Damit kann ich auf jeden Fall schon mal einigermaßen mit leben. So, Geduld ist eine Tugend. Laser sind größer und ihre Schaden erhöht sich mit der Zeit. Okay, das Ganze schauen wir uns natürlich auch einmal an, weil wir hatten ja nur den 20er Schaden gehabt. Also, so wie ich das jetzt gerade gesehen habe, haben wir 20, 26, 31. Und die Streuung hat sich natürlich auch erhöht und 109 ist jetzt die Streuung. Okay. Es ist schon mal in Ordnung auf jeden Fall. Ja, es ist schon mal auf jeden Fall in Ordnung, muss ich sagen. So, jetzt kommt der Kratz. Katzenschatten verursacht eine Explosion aus magischer Energie, wenn sie von einem Laser oder Katzenkuppel getroffen werden. So, Katzenschatten ist nochmal was. Ja gut, Katzenschatten müsste das eine ja sein, was wir rufen, aber Kreis. Ah, okay, okay. Also pass mal auf. Ach so, okay, da kommt dann diese Explosion. Da. Da, das. Ach so. Okay.
Ich denke mal, da wird es sein. Okay, und eine Explosion hinterher gibt es ja auch noch. Ist ja ganz cool. Ja, das ist dann auf jeden Fall. Viel zieht es natürlich nicht ab, weil es 11 oder 15 gewesen, aber... ist okay, Freunde, ist okay. Ja, okay, ist okay. Ja, ich will leben einfach damit, Freunde. Wir leben einfach damit. Mystic Cat ist nicht so meins. Ne? Muss ich offen und ehrlich sagen. Gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Also, wenn mich einer fragt, ist Mystic Cat Kaufwert, würde ich persönlich sagen, nein. Ganz offen und ehrlich. Ich würde nein sagen. Ich würde lieber warten auf Master Buckshot oder Peñata. Peñata sowieso. Ja, Master Buckshot müssen wir auf jeden Fall mal abwarten, aber Peñata auf jeden Fall. Mystic Cat ist nicht gut, Alter. So, jetzt haben wir noch Meets Kaserne. Halte Fierk, um einen Riss zu erzeugen, jetzt suche eine Geschosse, verschieße und Katzenschatten erschafft. Okay. Da ist der Riss, okay. Mit einem riesigen Wollknoll. Der dann auch noch Bälle verschießt. Okay, ja gut. Ich sag mal so, der Vorteil bei Mystic Cat, ja, der ist ganz einfach. Weil du hast hier 1,5 Millionen Wollknolls. Aus jeder Position kommt irgendein Wollknoll geflogen. Seht ihr das? Also du hast hier hinterher tausende Wollknolls, die dann auch noch automatisch auf die Gegner fliegen. Okay, das heißt, Mystic Cat in meinen Augen lebt halt von diesen Wollknolls, weil so ist der, ich weiß nicht. Der Skylander ist nicht jetzt der schnellste und ich habe keine Ahnung, wie schnell ist der denn? 43 ist eigentlich schnell, 36, der Angriff ist eigentlich auch gut, aber ja, ich weiß es nicht. Ich sehe da nichts, Freunde, ich sehe da, im Mystic Cat sehe ich leider nichts, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, ich sehe da nichts. Ja, das ist wie mit den ganzen Wollknolls. Das ist wie mit Barbella, die von ihren... Die selber, so ist die nicht so stark. Ja, die Barbella lebt mehr von diesen Kristallen, die da rauskommen. Ja, ihr müsst euch jetzt mal ansehen im Let's Play, wenn die am Schlagen ist, da kommen ja überall die ganzen Kristalle. Wisst ihr, wie ich meine? Davon lebt Barbella auch. Und so genauso ist es hier mit Mystic Cat auch. Mystic Cat lebt halt von diesen Wollknolls, damit die gehe ich dann... halt, ja, zurückgeschlagen werden, richtig mehr Schaden allein, wisst ihr, was ich meine? Ja, also das ist so meine Auffassung. Mehr sehe ich nicht. Tut mir leid, ich sehe in Mystic Cat nichts, also wenn jemand Mystic Cat mega geil findet, okay, ja, ich will das überhaupt nicht schlecht reden, aber ich persönlich muss offen und ehrlich sagen, Mystic Cat ist nicht meiner. Nee. Das hat man ja, Freunde, ne? Man hat seine Lieblings-Skylander, man hat Skylander, mit dem man gut spielen kann, und dann gibt es natürlich Skylander, die laufen überhaupt nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach so. Ja, das ist mit, so genauso ist es bei mir mit Jetwag und der Gilgwan. Der einige, die feiern die so hardcore, ja? Ich glaube, wenn die nicht gefeiert worden würden, dann wären die ja nicht in der Skylanders Academy-Serie zum Beispiel oder... dann sind die nicht hier so mit involviert worden. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das ist einfach, ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist, da draußen gibt es bestimmt Leute, die feiern die übelst, genauso wie Mystic Cat. Und ich bin einer, ich sage euch so, wie es ist. Jetwag, Gilgwan, Mystic Cat, das sind meine Skylander. Da werde ich nie warm mit, ehrlich nicht. So, ne, ich finde die Idee dahinter nicht schlecht, ne. Eine Magiekatze finde ich extrem lustig. Hier mit dem Laserpointer-Angriff, das dazu genannt wird. Mit dem Wollknolls, ne, finde ich extrem lustig. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu, ja. Ist aber nicht meins. Sage ich euch auch so, wie es ist. Ja. Freunde, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom Mystic Cat haltet. Findet ihr die gut? Findet ihr die schlecht? Überflüssig? Schreibt mir gerne was dazu rein, ja, Freunde. Wenn ich irgendwie Schwachsinn gelaber, ja, dann schreibt mir natürlich auch gerne das in die Kommentare, ja. Und dann, Freunde, war es das von diesem Skill-Video. Jetzt habe ich noch eine Figur, Dr. Crankcase, die wir noch skillen können. Danach war es das erstmal mit dem Skillen. Vielleicht hole ich noch ein oder andere, ich weiß es noch nicht. Aber dann müssen wir erstmal gucken. Das nächste Skill-Video kommt dann auf jeden Fall zu Halloween, Freunde. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Es gibt ein kleines Halloween-Special mit der Halloween-Figur, ihr wisst, welche ich meine, mit Chopscotch. Und da gibt es einen 3-Folgen Halloween-Special mit Skylanders. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. In dem Sinne, Freunde, ich bin raus. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Abo da lasst, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Also habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein. Und Peace.
und in die Luft geschleudert werden die Gegner jetzt auch, wie ihr das hier einmal demonstriert bekommt. Gut, oder? Finde ich sehr, sehr cool. Das Licht, seht ihr auch, ist natürlich greller geworden. Und die Ladezeit des Schwertes ist jetzt auch nicht allzu lang. Deswegen ist das eigentlich sehr, sehr gut, diese Fähigkeit. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. So. Die letzte Skillung vor den Wegen bedeutet oder heißt größere Reichweite. Doppelschwertstreich reicht weiter und verursacht mehr Schaden. Okay, Freunde, also jetzt können wir das sehen so. Ja, gut. Kann man schlecht sehen, aber hier kann man das auf jeden Fall sehen so. Wie weit es jetzt geht und dann